Unser Käfer, den wir jetzt alle zusammen entwickelt haben, der steht auch für ein Exponat der Zukunft. Und wir wollen natürlich das Museum der Zukunft für so viele wie möglich öffnen. Hallo, mein Name ist Gunnar Bloss. Ich bin einer der Geschäftsführer bei Werk 5. Es ist eine Kooperation mit dem Museum für Naturkunde, wo wir gemeinsam einen Schritt weitergehen wollten mit der Umsetzung von Exponaten, die auch tatsächlich den Nutzer noch stärker in so eine Interaktion bringen, dem Nutzer ermöglichen, selber irgendwie Dinge zu erforschen. Wir nennen das taktiles Lernen. Und dieses Lernen ist sowohl für den Nutzer natürlich ermöglicht, aber auch der Käfer selber, wenn man so will, lernt. In der Entwicklung schauen wir, welche Gesten lassen sich gut erkennen, und diese werden dann antrainiert, sodass sie in der täglichen Nutzung auch gut ansprechen, weil jeder Mensch geht anders an ein solches Objekt heran, und wir wollen eben über maschinelles Lernen den Käfer trainieren, unterschiedliche Gesten für die gleiche Aufgabe zu ermitteln. Ja, hallo, mein Name ist Bernhard Schurian. Wir haben eine externe Anfrage bekommen für eine Digitalisierung eines Waldmistkäfers. Daraus soll ein Tastmodell entstehen. Wir machen dabei 35 Einzelaufnahmen, die anschließend in einem sogenannten Stacking-Verfahren zu einem Hochglanzbild zusammengesetzt werden. Nachdem wir nun die Einzelbilder gemacht haben, werden diese über eine Software zusammengesetzt zu einem Bild, was den Käfer von vorne bis hinten scharf abbildet. Ausgangspunkt ist ja auch die Betrachtung des inklusiven Angebots, also wie kann man das auch schaffen, Blinde und Sehbehinderte den Zugang zu solchen schönen wissenschaftlichen Dingen zu ermöglichen. Ein Thema, das wir schon lange propagieren, dass sozusagen auch Originale aus den Vitrinen herausgeholt werden sollen als Replikat. Wir haben immer wieder Nutzergruppentests, aus denen wir dann auch wertvolles Feedback bekommen. Da sind drin Blinde, geburtsblinde Menschen, Leute mit Sehbehinderung. So wird es ein rundes Ganzes. Wir haben uns entschieden für Brailleschrift und Pyramidenschrift, sodass möglichst viele Leute eben dieses Exponat nutzen können. Wir alle als Experten haben zusammengearbeitet an dem Projekt, dadurch ein interaktives und auch innovatives und inklusives Exponat geschaffen. Also wir haben den Käfer eigentlich aus zwei Materialien gefertigt. Einmal diese Oberschale und die Unterschale aus Korian. Ein sehr robustes Material und leicht zu reinigen. Wir haben auch ein bisschen experimentieren müssen, einmal mit den Materialien, die wir jetzt verwenden für die Beine und für den Kopf. Wir haben es 3D drucken lassen, weil eben die Strukturen schon so relativ kompliziert sind, dass man die eigentlich so nicht fräsen kann. Damit wollten wir halt vermeiden, dass einfach kleine Teile beim Berühren abgebrochen werden. Was jetzt hier aber in diesem Projekt noch wirklich besonders ist: Wir kennen ja bereits Exponate, die digital angeschlossen sind, die responsiv sind. Hier gehen wir tatsächlich aber noch einen Schritt weiter, weil jeder Bereich ist sozusagen ertastbar und kann sozusagen Ergebnisse wiedergeben. Ich kann jetzt nicht nur ein Tippen erkennen, sondern ich kann jetzt auch eine Streichgeste zum Beispiel erkennen. Dadurch hat man Möglichkeiten, noch viel intuitiver den Zugang zu gestalten. In der Schale selber ist die gesamte Technik eingebaut, und wir haben entsprechend in den Bereichen, die dann in den Audioinformationen genannt werden, die Sensoren. Wenn die angetastet werden, bekommt man dann die entsprechende Audioinformation zu dem Bereich. Ja, ein neues Angebot, wie man Tastobjekte, die man ja oft nur als statische Reliefs oder einfachere Objekte kennt, nochmal erheblich sozusagen auszuweiten in seinen Möglichkeiten durch diese Lernfähigkeit, die auch programmiert werden muss. Da haben wir auch eine Partnerfirma, Interactive Scape sei genannt, die uns da auch sehr stark unterstützen in der Software. Ein anderer Lerneffekt ist natürlich auch noch aus Museumssicht interessant. Interessiert natürlich stark, was interessiert denn den Nutzer eigentlich und wo greift er an? Also wenn man das entsprechend einrichtet, könnte man jetzt über eine gewisse Periode analysieren, wo wird dieser Käfer am meisten rezipiert. Da steckt sehr viel Potenzial in dieser Technik, und das lässt sich natürlich jederzeit auch anwenden auf ganz andere Exponate. 30 Millionen Exponate, die man theoretisch ausrüsten könnte.